Und damit herzlich willkommen bei Spielzeugjäger. Ich bin der Martin und der Alex ist nicht da. Wie immer, nein, nicht wie immer, aber heute konnte er nicht. Aber ich bin trotzdem auf die Figurenbörse in Ludwigshafen gefahren. Einer der zwei Termine. Wir hatten ja schon mal von der Ludwigshafener Figurenbörse im Anfang des Jahres berichtet. Jetzt berichten wir vom Ende des Jahres. Und was es alles zu sehen gibt, beziehungsweise ob ich was gekauft habe oder ob ich was kaufen werde, werdet ihr jetzt in diesem Video sehen. Los geht's! Und da sind wir auch schon in die heiligen Hallen eingetreten. Gleich am Anfang ist der Stand vom My Toy Trader gewesen. Viel, viel Star Wars. Ganz netter Typ, fand ich. Haben noch ein bisschen uns unterhalten. Coole Sache, schöner Stand. Hat auch eine Facebook-Seite, also da verkauft er seinen Kram. Also Kram, hat schon richtig coole Sachen. Viel Star Wars, wie ihr seht. Viel gegradete Sachen, UK gegradet. Hier unten seht ihr schön Power of the Forces, gegradete Figuren. Dann hier oben schön in Java gegradet. Und was ist das noch? Ein Boba Fett auf Karte. Dann hier ein bisschen Moto Vintage Zeug, auch UK gegradet. Und jetzt zeige ich gerade dem Kameramann, dass ein Vinyl Cape Java, da ist er erstmal schön gegen die Scheibe gerannt mit seiner Kamera. Ja. Also wie gesagt, da nochmal ein bisschen Star Wars Vintage Zeug und ja, wie gesagt, ich habe mich auch mit ihm unterhalten gehabt, war echt ein nettes Gespräch, hat seinen Toy Shop, oh jetzt zeige ich gerade eine, beziehungsweise gucke ich mir gerade Karten an, Cardbacks, ja, deswegen behalte ich meine auch immer, weil mittlerweile sind diese Star Wars Cardbacks jetzt auch ein bisschen was wert, kommt immer auf den Zustand drauf an, ob man die Figur von der Karte gerissen hat oder ob man sie ordentlich runtergeschnitten hat. Naja. Und da seht ihr nochmal den Stand. Viel, 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 viel Star Wars. Jetzt machen sie sich gleich dran und schließen die Lücken. Die Kauflücken, wie ich meinte. So. Und dann lose Figuren. Schön auch präsentiert, beziehungsweise in diesen kleinen Hüllen dort verpackt. Das fand ich super. Weil dann fliegen auch nicht die Sachen so rum. Alle mit Waffe in diesen Acryl oder das sind keine Acrylboxen, sind ja eher so Blisterboxen. Ja, dann gucke ich noch ein bisschen in der Grabbelbox, weil ich noch Vintage-Figuren suche. Genau, da habe ich so eine Lea in der Hand. Die hat mir aber dann doch nicht ganz gefallen. Also da bin ich auf der Suche nochmal nach Vintage-Sachen, weil ich ja mir die im Kuschelmuschel die Figuren gekauft habe von, ach, lass mich überlegen, war es irgendwie Playfigure oder so, aus denen die Prototypen gemacht haben für die Star Wars Vintage Line. Und da wollte ich mal das Gegenstück dann immer gegenüberstellen. Ja, unten hat er noch ein bisschen Großgerät in Wühlkisten. So, und dann kommen wir auch schon in den ersten Raum. Das ist der erste Raum. Im Hintergrund seht ihr, da ist der Stand vom My Toy Trader gewesen. Und jetzt kommst du in diesen Vorraum. Da sind auch nochmal Stände angeordnet. War relativ voll, nicht relativ, also war schon gut gefüllt, die Figurenbörse. Sie meinten auch, dass sie ausverkauft sind von den Plätzen. Wir wollten eigentlich mit dem Alex einen Stand machen, aber leider meinten sie, sie sind ausverkauft. So, und dann gleich am Anfang, wenn man reinkommt, hat der Mr. Coleco sich bereit gemacht mit allerlei Kram. Ich gucke mir da gerade Ice Age Sachen an, aber war mir dann doch ein bisschen zu teuer, beziehungsweise der Zustand hat mir nicht so ganz gefallen. Ja, hier seht ihr mal, was es so alles gab. Weiß der Fuchs, irgendwie Batman und Captain Planet und Biker Meister oben, das Motorrad. Also richtig cooler Scheiß. Und oben auch Ice Age, hier seht das genau, der Säbelzahntiger von Ice Age in einer Comanche-Box, in einer spanischen Box, hat mich gereizt. Hab mich aber dann doch nicht dazu durchringen können, den zu kaufen. Dann ging es einen Stand weiter, war viel so Diecast-Sachen, Autos aller Couleur,
Finde ich ja auch sehr geil. Wir sind ja gerade auch mit dem Alex total auf dem Hot Wheels Trip und jagen gerade Hot Wheels wie die Verrückten, weil es einfach Spaß macht. Und hier gibt es halt schöne Matchbox. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon gesagt gehabt, dass da eine schöne Auswahl mit Matchbox ist. Noch in Originalpackung. Hier irgendwelche Bootleg-Figuren, Power Fighters. Oh Mann, was es alles gibt. Ja, und Waffen gab es auch. Schön Winchester. Kapeng. So, dann gleich gegenüber war dann ein Stand mit Spielen. Da hätte bestimmt Alex seine Freude gehabt, aber der war ja noch nicht dabei. Da kann ich nicht viel sagen. Ich bin kein Zocker. Ich werde immer nur missbraucht, wenn Alex einen schwachen Gegner haben möchte und gewinnen möchte. Dann muss ich mal herhalten. Ja, dann kommen wir zum nächsten Stand. Das ist das in der Mitte, das Rondell in diesem Vorraum. Die haben ein paar coole Sachen gehabt. Da habe ich auch schon mal gekauft. Das sind Privatverkäufer, soweit ich das weiß. Die haben aber echt ganz schön coolen Scheiß immer mit dabei gehabt. Vorne ganz am Anfang habt ihr gesehen, da war ein bisschen American Gladiators. Irgendwie, keine Ahnung, ist das wahrscheinlich im Kommen. Wer weiß. Unten unter dem Tisch dann noch ein paar Kisten mit Figuren auf Karte und halt Krabbelkram, wo man halt die Kisten durchwühlen kann. Das ist immer sehr, sehr cool. Hier eine geile Knight Rider. Ich glaube, das war eine Dardabahn. Dada hatte ich auch mal gehabt. Sehr, sehr cool. Ich habe den Knight Rider Dada Auto in Originalverpackung. Schönes Teil. Ich habe so ein bisschen geliebäugelt mit dieser Bahn, aber ja, ich habe es dann doch nicht mitgenommen. Und dann wieder eine Kiste mit Einzelfiguren. Hier mit Skeleton Warriors. Da hätte sich der Alex durchgefreut. Der hätte sich hier, weiß nicht, ob das Aracula. Ich glaube, das ist Aracula gewesen. Ja. Und mit diversen Einzelfiguren. Und mal unterschiedlich finde ich immer unterschiedlich, wie soll man sagen, protected. Also entweder in der Tüte oder in diesen Blisterboxen. Und manchmal halt dann, wenn die Figuren nicht mehr den Zustand hatten, dann einfach in der Grabbelbox. Dann dieses riesen Krokodil, das war erst auf alle Fälle ein Eyecatcher gewesen. Das war so ein Stand gewesen mit ja, einem Haufen Büchern und Comics und Fachliteratur, sage ich mal. Jetzt war nicht so mein Ding. Die hatten dann auch noch ein bisschen Modelle gehabt. Aus der Modellbauzeit bin ich irgendwie raus. Ja. Aber trotzdem beeindruckend mit dem Krokodil. Ja, dann kamen wir an den Stand mit Droiden. Er hat seine Droidensammlung verkauft. Ich habe da auch was gekauft. Ja, und dann geht es halt weiter auf der anderen Seite. Batman-Zeug, Batman of the Future. Cooler Scheiß. R2-D2 6-Inch Black Series. Gern gesucht. Ich kenne da jemanden, der hat einen gekauft in Amerika. Für $50. Das waren die Preise damals. Ich weiß gar nicht, was der da gekostet hat. Naja. So, und dann gehen wir praktisch von diesem kleinen Vorraum in die große Halle. Da sind halt auch nochmal Stände aufgebaut in verschiedenen ja, Gängen, so ein Gangsystem ist da so ein bisschen aufgebaut. Hier gibt es dann alle möglichen Schleichfiguren, Schlümpfe und was das Disney-Herz begehrt, kann man sich da eindecken mit Figuren. Ich habe auch ein paar Schlümpfe gehabt, aber ich suche noch den, ich hatte diesen Schlumpf in diesem Gefängnis gehabt. Das Gefängnis habe ich lange, lange gehabt. Und irgendwann ist es dann doch, sage ich mal, die Einzelteile haben sich dann verschwindibust. Also wenn es da nochmal, wenn ich da nochmal einen finde mit komplettem Gefängnis, dann werde ich ihn wahrscheinlich mal kaufen, so einen Schlumpf. Aber meine Schlümpfe meiner Kindheit habe ich alle noch. In unterschiedlichen Zuständen. Ja. Das ist dann praktisch dieser Vorderbereich. Da werden schon die Deals gemacht hier. Wir sind relativ spät gekommen diesmal, obwohl ich ja eigentlich mehr so ein Spätaufsteher bin. Wann waren wir da gewesen? Ich glaube, um kurz vor 12 oder so.
Und da sind natürlich schon die meisten Deals über die Bühne gegangen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Hier, schöne Star Wars Puppen. War ein bisschen skurril, aber auf alle Fälle, wenn man Star Wars sammelt, eine coole Sache, glaube ich, wenn man schon alles hat. Wie gesagt, Ludwigshafen ist halt eine sehr Star Wars-lastige Börse, was aber nicht unbedingt heißt, dass es eine reine Star Wars-Börse ist. Ne? Aber Star Wars geht halt eben immer. Das ist halt das Ding. Black Series. Revell-Bausätze. Wie auch immer. Dann konnte ich etwas für einen Alex erhaschen. Habe ich mir auch Bilder geschickt. Aber die hat er alle schon. Insofern war das safe für ihn, dass die da verkauft werden. Das war der Stand von HD Vintage Toys. Ich habe gedacht, mit HD meint er Heidelberg, aber das ist die Initialen seines Namens. Da habe ich mich was abgeholt für einen unserer Sammlerkollegen, für den Daniel, habe ich da einen roten Ranger abgeholt und Hot Wheels Kram. Der hatte eine richtig schöne Auswahl gehabt. Der hatte richtig cooles Zeug. Bravestar, Masters, Turtles. Und auch schön, schön in diesen Cases drin, dass denen nicht so viel passiert. Also, ja. Schöner Stand. Wir haben noch ein bisschen gequatscht. Das war auch sehr nett. Hat Spaß gemacht. Hier Wrestling-Figuren. Das wäre was für den Ultimate Player. Und unten die Figur vom Hogan. Das ist die Figur, die der Alex sich in den Staaten gekauft hat. Ja. Gibt es aber noch eine schöne Geschichte dazu. Zu der Figur. In den Staaten. Ihr könnt ihr mal unsere Videos, unsere Kaufvideos aus den USA euch nochmal anschauen. Da zeigen wir euch da alles, was wir da alles gekauft haben. Gibt es eine sehr legendäre Folge. Ja, dann geht es halt weiter in den Gängen. Da ein Mr. Fusion könnte man kaufen, um sein Auto aufzupimpen. Und diverse andere Kram. Die Top Gun T-Shirts, die haben mir auch gefallen. Also ich weiß gar nicht, warum ich da vorbeigegangen bin und das nicht gekauft habe. Naja. Bisschen Artwork. Kuscheltiere. Ich kann sie jetzt nicht ganz genau zuordnen. Aber ich glaube, sie schon gesehen zu haben. Also wer es weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann geht es halt weiter mit Lego. Richtig coolen Lego-Sachen. Bisschen Dino Riders. Habe ich aber schon. Alles safe. Alles gut. Genau, also dann ein bisschen Lego-Sachen. Star Wars, klar, logisch. Geht halt immer. So, jetzt kommen die Lego-Sachen. So, und da sind ein paar richtig coole Sachen dabei gewesen. Diese Polizeistation zum Beispiel, die habe ich damals bei meinem ungarischen Kumpel zum Geburtstag zusammengebaut. Hat mich mega abgeholt. Und hier jetzt mal ein kleiner Werbeblock für die Toyplosion. 26.08.23 geht's ab. Große Vintage Toy Convention, wo wir auch vor Ort sein werden. Wir werden da einen Stand haben mit den Spielzeugjägern und wer Bock hat, mit uns zu quatschen, kann da gern vorbeikommen. Ja, und dann hier nochmal Turtles und Gargoyles, der Night Striker. Jetzt nochmal der Blick praktisch von dem Regal nochmal in den Raum. Hinten hat man noch die Bühne und da befinden wir uns jetzt auch am Grund von der Bühne. Auch nochmal sehr Star Wars lastiges Angebot. Aber man findet immer wieder mal zwischendurch stehen mal ein paar coole Sachen, die man kaufen kann, beziehungsweise ist eigentlich ist immer für jeden was dabei, finde ich. Also so ist es nicht. Also ich gehe immer auf die Börse, gehe ich meist immer mit einem, ich habe jetzt nicht irgendwie was im Kopf, wo ich sage, das brauche ich unbedingt oder das muss ich irgendwie, das suche ich jetzt und das möchte ich kaufen da, sondern ich gehe da mal ohne Erwartung hin und wäre eigentlich nie enttäuscht. Also es gibt immer irgendwas, was man mitnehmen kann. Und wenn man ein früher Vogel ist, dann kann man auch die Deals am frühen Morgen mitmachen. Ja, hier seht ihr ein bisschen Mask und Turtles Sachen. Mask ist nicht, das ist, doch, war gegradet. Genau, und jetzt ist praktisch der Blick von der Bühne in den großen Raum und unten an diesem blauen Case, da geht's gleich mal weiter.
Mit Playmobil. Playmobil bin ich auch ein bisschen angefixt. Oh, hier, der Joker-Wagen. Na gut, das war... Manchmal sieht man im Nachhinein immer noch so Dinge, wo man denkt so, das hätte ich vielleicht noch mitgenommen. Naja, beim nächsten Mal. Siehst ja immer zweimal im Jahr die Börse, insofern hat man immer zweimal im Jahr die Chance, was zu kaufen. Hier eigentlich eine ganz coole Präsentation mit dieser Treppe. Die Sachen, Stargate-Sachen. Da habe ich ja auch schon einiges zusammengesammelt. Ich habe jetzt, eigentlich habe ich alles. Ich brauche nur noch ein paar Sachen zum Auspacken und dann könnte ich mich da auch mal an so ein Review setzen für Stargate. So, jetzt sind wir wieder am Anfang, vorne im Eingangsbereich und gehen praktisch den Gang runter, der jetzt gegenüber, das ist praktisch das Angebot, was gegenüber ist von dem, was wir uns jetzt gerade angeschaut hatten. Ja. Alle möglichen, was sind das hier, diese Muzzle-Figuren und ein bisschen Kram zum Kramen, Kleingedöns, Godzilla, Schlümpfe. Und hier geil, Street Sharks. Richtig cool. Und wieder was He-Man, The New Adventures. Und ein Alf, ein Klemm-Alf. Aber ich habe mittlerweile schon so viele Klemm-Alf-Sätze. Dank geht an den He-Man Sven, der mir einige Klemm-Alfs in verschiedenen Größen besorgt hat. Ja. Alle möglichen Dinge hier. WM 1974. Figuren. Loriot. Bisschen Kassettenkram. Das ist das drei Fragezeichen, glaube ich, ne? Ja, ja. Und dann schwenken wir nochmal rüber auf den anderen Stand, wo die Mask-Sachen waren. Genau. Turtles, He-Man. Ganz cooler Scheiß. So, und jetzt gibt's was zu sehen. Einfach mal ein bisschen hinhören. Ja, dann geht nochmal raus an den Marc, der mir den Kontakt klar gemacht hat, beziehungsweise mich vorgestellt hat. Vielleicht haben einige ihn erkannt, dass der Jochen von Bensheim, von dem Kino in Bensheim. Und ich denke mal, da wird was demnächst kommen. Ja, und jetzt geht's weiter hier mit Custom-Sachen. Star Wars Karten, Cardbacks gemacht. Und ja, ich weiß, es ist für alle schmerzhaft. Für mich war es auch schmerzhaft. Ich gucke auch gar nicht hin. Oh mein Gott, so viel Funko Pop. Ah, gut, dass ich das, ich bin da, das habe ich komplett ausgeblendet. Und hier nochmal der Stand vom Marc. Auch nochmal vielen Dank, Marc. Er hat uns beziehungsweise mir nochmal ein bisschen Zubehör. Dino Riders Zubehör, Laserkanonen und vom Pteranodon mitgebracht. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Und noch ein Teil für den Alex, so ein Schild. Ja. Und zwei Teile, die wir nicht zuordnen können. Aber das kriegen wir raus. Also danke nochmal, Marc. Für die kleine Überraschung. So, und dann geht es nochmal weiter mit Star Wars, Star Wars, Star Wars. In allen Ausprägungen. Auf der Börse. Das ist ganz clever gemacht, da mit den Sitzbänken als Regal verwendet. Muss man sich mal im Hinterkopf belassen. So, und das war es soweit. Um mal einen Überblick über die Börse an sich. Wie gesagt, das ist der große Raum, wo die verschiedenen Stände sind. So sieht das aus. Vom Blick von der Bühne im hinteren Bereich. Da seht ihr mich auch noch, wie ich da rumstöbere. Und das ist praktisch der Vorraum. So, wir sind durch. Wir haben eingekauft, wir haben gut eingekauft, oder beziehungsweise ich habe gut eingekauft. Ich habe noch einen Deal gemacht für einen Kumpel von uns, für den Daniel. Also deine Sachen sind gekauft, kriegst du auch zugeschickt. Und ja, also ich muss sagen, gute Börse,
gab richtig viele gute Sachen. Ich habe was Schönes gekauft, und zwar an einem Stand, der hat's mit Droiden gehabt. Und zwar mit R2D2s. Und ich habe hier eine schöne italienische Karte und eine kanadische Karte. Und noch ein paar Hot Wheels halt noch gekauft. Geiler Scheiß. Ja, ich würde sagen, es ist der Dezember rückt näher. Ich habe mir schon ein bisschen was gekauft, beziehungsweise ein bisschen beschenkt. Das Jahr geht gut zu Ende. Tipptopp. Also ich kann nur empfehlen, Ludwigshafen Figurenbörse. Beim nächsten Mal müsst ihr dabei sein. Bis dann. Ciao, ciao.